Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alan Wake 2. Ja, wir sind ja jetzt mit dem Auto aus dem Wald nach Brick... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Falls gefahren. Nein, da wollte ich nicht hin. Ja, auf jeden Fall sind wir in die Stadt gefahren. Er wollte noch was aus der Außenstelle holen und wir wollten uns ins Diner begeben und mal gucken, irgendwie nach Zeugen fragen. Ah, Elderwood Place Lodge. Okay. Hallo. Sie sehen verdächtig aus. Warum tragen Sie ein Basecap? Wie weit können Sie Ihren Kopf nach hinten drehen? Nicht weit genug. Sind Sie ein Dämon? Nein, sind Sie nicht. Okay, wir gehen mal weiter gucken hier. Wie viel Kaffee hast du denn heute getrunken, Charlie? Ich weiß von nichts. Wie glaube ich, dass es nicht nur Kaffee war? Nicht genug, so viel steht fest. Man kann nie genug Kaffee haben. Dieser reiche, bittersüße Nektar. Hol dir einen in Coffee World. Hol ihn dir, so schnell du kannst. Meine Güte, Charlie. Okay. Ihr seid komische Dudes. Alter, ist es so heiß in diesen Anzügen. Du bist... Ja. Fühlst du mich nicht auch so unwohl wie ich? Meinst du nicht, dass die Menge Koffein, die du heute getrunken hast, was damit zu tun hat? Keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ich hätte gehofft, dass er einfach mal umfällt. Ich muss das zerschneiden. Lass uns das Thema wechseln, bitte. Aha, also müssen wir doch wahrscheinlich nochmal rennen, wa? Ha! Befrage die Zeugen im Diner. Okay, wir gehen zum Diner. Muss mal ein bisschen gucken, das sieht schon geil aus, ey. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein... Ich meine, unser Festwagen, das Highlight des diesjährigen Hirschfests. Ach da, du bist es denn. Ein paar Tage. Ein wirklich hübscher Festwagen. Das ist mein erstes Hirschfest. Ich weiß also nicht, was mich dort erwartet. Bessere Unterhaltung gibt es in dieser Stadt einfach nicht. Das ist der schönste Tag des Jahres. Wie Weihnachten. Sie vorbeiglitschen? Naja, das will ich hoffen. Ich hasse Feiertage. Ich habe das Test auf uns mal vorbeiglitschen können. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, ja. Okay. Siehst du, ich bin schon außerhalb gewesen. Okay, hätte ja klappen können. Ihr Partywagen. Ihr Festwagen steht schlecht. Fest? Bei uns ist es üblich, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und sein Körpergewicht in Pfannkuchen zu essen. Oh, das ist ja... Ganz geil los. Wie gesagt, ich geh mal gucken hier hinten. Warum ist das hier zugenagelt? Suchen Sie was? Junge Frau? Ich finde das schon mal geil, dass man jetzt trotzdem hier hintergehen kann und schon mal erkunden kann, ne? Bier. Transporter. Biertransporter. Okay, warte, wir machen erstmal das, was wir machen sollen. Ich werde jetzt mal nicht zu weit hier abschweifen. Vor den Gefahren unhygienischer Zustände schützen. Mr. Hygienemann? So, das Diner, das ist es nicht. Hätte nicht gesagt, direkt am Wasser? Lass mich. Ach, hier. FBI. Willkommen in Bright Falls. Moin. Schön, dass ihr hier seid. Kaffee für ich mich? Ich habe Kaffee mitgebracht. Ach, das ist aber nett. Den besten in Washington. Na dann. Sie müssen Sheriff Breaker sein. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. No? Ihre Deputies meinten, Sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden, aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern noch mehr Leute vermisst? Ja,
Aber seitdem der Cauldron Lake eingezäunt wurde, wurden es weniger. Lassen Sie mich raten. 2010. Nur mal umgucken, so ein bisschen hier nebenbei, wenn die sich unterhalten. Wurde der Zaun gebaut. Ja, genau so war es. Kinder unterhält sich. Was steht da? Außer Betrieb war. Out of order. Ich kann das einfach nicht glauben. Das arme alte Ding hält es nicht aus, dass immer und immer wieder derselbe Song gespielt wird. Ich meine, mir gefällt Coconut auch sehr gut, aber irgendwann reicht's. Okay. Verstehe ich. Also so wie wenn du in einem Instrumentenladen spielst und alle dann immer spielst, arbeitest und dann nimmt sich jeder eine Gitarre und dann probieren sie immer Smoke on the Water. Down, 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 down. Das hörst du dir die ersten 500, 800 Mal an und dann reicht's aber auch, ne? Tschüss. Tüdüdü, Mr. Sheriff Deputy, was sie auch sind. Denn hier überhaupt einer, mit dem ich quatschen kann? Hallo. Warte mal. Mach mal die Funzeln, hier ist ja ein schön dunkel. Seeschmarrn, öffne dich. Guten Tag. Oh. Ah, aha. Gut, wenn wir Schraubzwingen brauchen, hier haben wir schon mal welche. Ist hier noch irgendwas Wichtiges im Schrank? Nur Tabletten. Ein paar Ersatzhöcker. Das ist ja eine geile Tasse, ey. Die brauche ich. Hm. Hirsch? Ruhe in Frieden. Das ist auch sowas. Ganz ehrlich, Leute, die es toll finden, schön für euch, aber... ich will jetzt nicht sagen, ich finde es gruselig, aber ich würde mir sowas nie an die Wand hängen, ey. Ey, gut, ich gehe auch nicht jagen. Karte. Bright Falls, Karte, Tab. Ah, haben wir die jetzt gekriegt noch dazu, ja? Erweitern wir die damit jetzt immer noch, oder? Das ist Bright Falls. Können wir... auch wechseln zwischen Bright Falls und der anderen Karte? Nö, wa? Nö. Ach, guck mal doch. Ja, guck mal einer Schau. Mhm. Geht doch. Ganz genau umschauen hier. Vielleicht gibt es hier schon irgendwas zu finden. Eine verschlossene Tür. Zugestellter Exit. Na, das ist ja auch clever, ne? Sagt ein QM dazu. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Ach klar. Hau mit der Taschenlampe drauf. Dann nimm den hier. Den da? Willst du nicht? Okay, man hätte es ja probieren können wenigstens. Nur mal probieren. Hm. Komm, wir gehen erstmal für kleine Unisex-Menschen. Kann ich hier auch Licht anmachen? Lichtschalter ist nicht. Also, das war das Licht. Aber... das wäre doch auch geil, wenn man jetzt wirklich sagen könnte, man könnte auch die Lichtschalter anmachen. Ich weiß, wir haben noch keinen angequatscht und ich suche jetzt schon, aber das ist so, wie es halt im Wald war, ne? Ich habe ja dann schon Sachen gefunden, die wir später hätten finden sollen. Ja, das ist ja komisch. Wo soll ich denn dann hin? Das ist zu... denn irgendeiner? Hallo? Komm ich hier rein? Schwing dich durch? Nö. Genau deshalb hasse ich Kleinstädte. Beruhig dich, Ed. Du weißt, wie empfindlich Landbewohner sein können. Ach, jetzt kann ich das, ja? Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Hallo, Ed. Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien, Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? So, warum waren Sie am Cauldron Lake? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Wir fragen erstmal, warum Sie überhaupt da waren, ne? Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime.
Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Aha. Ist ja bloß dieses typische Aha. Das Geschnipse mit den Fingern. Erzählen Sie mir bitte, was passiert ist, junge Frau. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Na, bloß gut, dass hier nicht noch andere Leute sind. Hätten wir die nicht mit nächstens draußen verhören können, wo nicht so viele Leute sitzen? Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ja. Ich meine, Sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war... furchterregend. Was war das? Das ist alles. Was war das gerade? Profiling. Das ist das, wo in der anderen Folge ich vergessen hatte hier. Das taucht dann einfach so auf und dann kannst du hier drauf drücken und dann geht's los. Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Hm. Und die will sie uns nicht geben, wa? Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Hm. Sie haben die Wahrheit erzählt. Die ist voll der Brainsucker, wa? Heftig. So, können wir da jetzt nochmal... Oh. Ich glaube, du hast etwas gefunden. Kann das sein, junge Frau? Hm? Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? Gib mir das. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh Gott. Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Warum? Wer bist du? Ich dachte, nach dem, was ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Rose steht auf ihrem Schild. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Hm? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen Ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Ja, ne? Wenn Sie meinen. Okay. Ist denn jetzt zwischendurch schon irgendwas passiert? Wer? Aber wir haben jetzt gleich wieder was für die Wand, wahrscheinlich. Das werden wir gleich mal hinzufügen zu der Falltafel. Aber die war jetzt ein bisschen komisch hier, oder? Warte mal, F für Fälle.
Da haben wir jetzt das noch gefunden? Nee. Das da? Auch nicht? Dann halt da oben. Eine Notiz steht: Wir stecken zusammen drin, Held. Was hat das zu bedeuten? Wer hat sie zurückgelassen? So. Ach, hier. Ah, siehst du? Bitte, what the, was? 2, 4, 6, 7. 7 Büchsen muss ich hier finden. Hier sind 2. Wer ließ sie zurück? Okay. Also im Braid Falls müssen wir noch 7 Stück finden. Alter, im Wald. Bitte, was? Wie viel habe ich denn? Wow. 5 Stück fehlen noch? Heavy. Da bin ich ja schon so ein bisschen sporadisch abseits der Wege gelaufen. So. Ein Mann, der von einem Kult ermordet wurde, ist extrem. Warum haben Sie der Polizei nichts gesagt? Haben wir! Diesen 2 dämlichen Deputies. Sie haben nicht auf uns gehört. Sie wollten Ed und mich wegen Mordes ins Gefängnis stecken. Bright Falls ist praktisch wie Alabama, nur mit größeren Bäumen. Das ist jetzt mein Fall und niemand wird Sie einsperren. Falls Sie sonst noch etwas brauchen, kommen Sie zu mir. Verstanden. Danke, Saga. Kann ich die Heizkette zurückhaben? Braucht die. Oh, das sieht schon geil aus, mit den Spiegelungen. Denn das indirekte Licht halt auch immer hier, ne? Man also, sieht. Also, werden wir nicht verhaftet? Nein. Alles okay, Ed. Du kannst dich beruhigen. Zum Glück. Hey. Meinst du, die haben hier Avocado-Toast? Bestimmt. Glaube ich eher nicht. Warum nicht? Also gut, ich hätte jetzt auch keinen, aber hey. Ich finde das so geil. Du hast ja den Lichteinfall von hier. Das geht auf die Bank. Und du siehst diesen diese rote Lichtreflexion sogar auf der Jacke von dem Typen. Das ist geil. Kann ich mit euch nochmal quatschen? Oder mit Rose? Rose. Wie kommen sie eigentlich darauf, dass mein Kind dort ist? Was haben sie getan? War da hinten überall. Es war keiner zu sehen. Woher genau kennen wir uns? Rose, helfen Sie mir auf die Sprünge. Was glauben Sie, woher wir uns kennen? Wir kennen uns hier doch alle. Es ist schon eine Weile her, aber ich vergesse nie ein Gesicht oder eine Kaffeebestellung. Ich habe wohl eins dieser Gesichter. Was für eins denn? Haben Sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gesehen? Verdächtige in Hirschmasken vielleicht? Nein. Aber beim Hirschfest werden sich schon bald viele Menschen mit Hirschmasken amüsieren. Praktisch jeder wird eine tragen. Gut zu wissen. Du bist auch so ein kleines Plappermaul, wa? Du hast den Job nur gemacht, damit du alles erfährst in dieser Stadt. Weil wenn er sich nämlich über seine Frau aufregt oder die Frau sich über ihren Mann, der sie betrogen hat, bla bla. So, können wir hier noch irgendwas? Können wir, warte mal, jetzt will ich mal kurz hinten gucken. Die kam jetzt von hinten. Warte mal kurz, kommen wir jetzt hier nochmal rein? Man sieht sich. Haust du rein. Hier sind wir ja reingekommen. Ist jetzt hier die Tür offen? Nö. Geht's jetzt hier rein? Die ist verschlossen. Okay, hätte ja sein können, dass durch die jetzt, die von hinten kam, jetzt einfach noch eine zusätzliche Tür offen ist. Warte mal, hier können wir nicht. Die haben wir. Mit dem können wir uns nicht unterhalten. Oh, guck mal, der Hirsch. Wie wär's, Rose? Hör auf zu summen. Hier steht Abwasch. Räum den Tisch ab, Rose. Okay. Okay, mit ihnen auch nicht. Ich möchte keiner reden. Da sind wohl wieder mal ein paar neue Leute in der Stadt. Möchtet ihr doch reden? Nee, okay. Ich gehe zu meinem Kollegen raus. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Jo. Gehen wir. Unbedingt, ich bitte. Sie? Ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Dungeon and Dragon. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Außerdem.
Alter, hier würde ich ja gerne mal mit Inlineskates runterballern. So, hui, hui. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Wirkt doch so. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Das ist wirklich Rose merkwürdig, ne? Dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen, sollte man nicht persönlich nehmen. Hey, Boss. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Ja, ich mach doch. Gehen Sie voraus, Sheriff. Hör auf zu drängeln. Das ist das Sheriff-Büro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Hey! Hey, mich nicht. Mit mir im Wasser ziehen? Nö. Ist der Desinfektionsspender nicht falsch rum an der Wand oder sehe ich das bloß so? Die Animation ging gerade ein bisschen über den Bottle hinaus. Aber guck mal, der Desinfektionsspender ist falsch rum. Da hat einer nicht aufgepasst beim Programmieren. Ah, wisst ihr, ich fang schon wieder an zu erkunden, ey. Siehste? Hat da was gefallen? Ah, nee, war die Tür. Klinke. Ah, ich fang schon wieder an zu erkunden, obwohl wir eigentlich was anderes zu tun haben. Aber ich... Oh. Aber ich will so eine Kiste finden. Meins. Das haben sie nicht gesehen. Jetzt degradiere ich sie. Die Ermittlungen von behördlichen Agenten durchgeführt. Von mir. Sheriff Breaker möchte volle Kooperation. Aye, ma'am. Ich meine das ernst, Nelson. Mandela? Mr. Mandela, es ist schön, Sie kennenzulernen. Was ist das? Oh je, ich bin ein Tourist und habe mich wohl im Wald verlaufen. Hä? Hätte ich doch nur einen Reiseführer. So. Hier gibt es Bären. Ist das Werbung? Oh nein, ein Bär. Hilfe, Hilfe. Was soll ich bloß tun? Braucht jemand einen Reiseführer? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unvergessliche Erfahrungen zu leistbaren Preisen. Ganz genau, ich bin Ilmo Koskela, laut Coffee World Magazine der beste Barista und Reiseführer. Und ich werde Ihnen die Tour Ihres Lebens geben. Aber Ilmo, ich hörte, die Regierung hätte den Zugang zu vielen lokalen Naturattraktionen gesperrt. Das stimmt, Jakob. Viele lokale Attraktionen wurden vor kurzem von der Regierung gesperrt. Und genau aus diesem Grund scheißt Koskela Brothers Adventure Tours auf die Regierung. Wir haben Bolzenschneider. Oh wow, du denkst einfach an alles. Und sie überall hin. Ist das herrlich. Wanderungen durch den schönen Elderwood Nationalpark. Angeln im kristallklaren Wasser beim Damm von Bright Falls. Vogelbeobachtungen am Mirror Peak. Das ist schlecht gemacht. Die Tour Ihres Lebens ist nur einen Anruf entfernt. Der Vogel. Jetzt unterhalten Sie einen Rabatt wow. von 10% auf Odeer Diner Thermosflaschen. Alter, ist das geil. Das ist so wie, wenn du gegen Mittag RTL im deutschen Fernsehen guckst und dann so, ich habe diesen Text nicht auswendig gelernt und ich spreche hier aus freien Stücken. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut, Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Die redet manchmal auch so ein bisschen hochnäsig, muss ich mal sagen, wa? Es ist aber dunkel hier, Mama. Wo geht's denn da hin? Leichenhallen munter mich irgendwie immer auf. Ich sehe das anders. Na, guck mal, da geht's schon wieder was auf. Hehehe. Was man nicht so alles findet, wa? Wir brauchen einen Bolzenschneider. Also welchen Bolzen... Du, die haben... ruft den Reiseführer, der hat einen Bolzenschneider. Jungs, Hilfe! Ich gehe trotzdem noch hier gucken. Okay.
Okay, geht nicht. Dann gehen wir jetzt hinterher. So. Tü-tü-tü. Aber wenn mich das hier schon so anstrahlt, ich muss daran. Ah, gib mir das. Hallo? Jetzt. Nein, jetzt. Jetzt? Jetzt. Wir jetzt Batterien gefunden? So brauche ich den Batterien. Hier ist nichts im Schrank. Was war denn da? Jetzt gerade aus Versehen. Ach, ich habe das angeditscht. Na, hübsche Frau. Sie haben schöne blaue Augen. Dankeschön. Bewegt sich nicht. Ja, ich gehe auch schon weiter. Die wollen mich nur ausbremsen hier, damit ich... Oh, ist das dunkel. Okay. Und so richtig mit Licht habt das hier auch nicht, wa? Das ist zwar... Warum kann man denn hier keine Lichter anmachen? Bin ja schon da. Sehen wir uns den Patienten an. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Warum steht die Nierenschale auf dem Boden? Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Also ich sag mal, ich bin kein Arzt, aber ich denke, weil das Herz entfernt wurde? Vielleicht, dass er deshalb gestorben ist. So, wir gucken uns erstmal das. Wir gucken uns erstmal. Aha. Genau. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Was denn? Papier? Da haben wir mal hier. Irgendwie können wir mal eine Klemme nehmen und mal gucken. So, dafür haben wir das. Da steht etwas geschrieben. Was, aufs Herz? Nicht erkennen. Aufs Herz? Ein Schriftzug. Wie haben Sie das angestellt? Nicht, wir hatten so einen professionellen Tätowierer mit dabei. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Aufgequollen, ne? Das ergibt keinen Sinn. Aber gut, er ist so einfach pustig, aber das sieht halt alles so unförmig aus. So, die Falltafel. Ja, aber zusammensetzen werden wir das in der nächsten Folge von Alan Wake 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Folgen mehr und ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Und ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel bis jetzt findet. Ob ihr gerne auch so ein, oder ob ihr es selber spielt, ob ihr schon durch seid, wie ihr es fandet. Naja, haut rein, bis zum nächsten Mal.